Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Ich schicke euch auch die Grußbotschaft des People's Health Movement, das seit über 25 Jahren für die Aufhebung der Patente auf essentielle Arzneimittel weltweit streitet und der Ausdruck von Solidarität, dass wir heute für dieses Thema auf die Straße gehen, ist auch dort angekommen. Während hierzulande wunderbarerweise Biergärten wieder öffnen und die Wiedereroberung des öffentlichen Raums uns allen gut tut, haben die 30 ärmsten Länder der Welt eine Impfquote von 0,3%. Und doch geht es heute und hier auch auf dieser Demo nicht nur um Patente, wenn wir anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie für deren Freigabe streiten und dafür auf die Straße gehen. Der systematische Ausschluss ist nämlich noch viel dramatischer als das, es sich nur an der unfairen Verteilung von Impfstoffen festmachen lässt. Er ist tausendfach tödlich und offenbart viel mehr über unsere kapitalistische Produktionsweise als über das Virus selbst. Seine Wirkung entfaltete nämlich das Virus lange bevor die Pandemie sich überhaupt über den Erdball ausbreitete. Nach dem Shutdown in den Metropolen der Welt dauerte es nur ein Wimpernschlag, bis Millionen Menschen in den Megacities Asiens von Karachi bis Dhaka ihre prekären Jobs in asiatischen Textilfabriken verloren, weil die großen Textilketten von H&M bis Mango ihre Waren nicht mehr abholten und sie auch nicht mehr bezahlten. Die Arbeiterinnen kämpfen bis heute ohne jede soziale Absicherung um ihr Weiterleben. Millionen Menschen stehen buchstäblich vor dem Nichts. Es dauerte auch nur ein Wimpernschlag, bis die Menschen in den armen Vierteln von Nairobi, von Rio, von Neu-Delhi ohne Zugang zu sauberem Wasser, ohne Zugang zu Gesundheit, ohne Rettungspakete, der Gefahr des Virus, der Gefahr ihrer kapitalistischen Ausbeutung noch stärker ausgesetzt waren als vorher. Und als hier, wir erinnern uns, die europäischen Rettungsschirme aufgespannt wurden, haben wir erlebt, dass diese Form der Solidarität an den Grenzen Europas endet. Und noch nicht mal das, blickt man auf die Lebenssituation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln, denen Unterstützung und notwendige Gesundheitsversorgung verwehrt wird, denen das Recht auf ein Leben in Würde vorenthalten wird. Bei aller Freude also über die Rückeroberung des öffentlichen Raums und auch der Möglichkeit von körperlicher Nähe. Wir wollen keine Rückkehr in eine Normalität, die schon vor Corona krank war. Die absolute Notwendigkeit, dieses System zu verändern, zeigt sich auch in den Folgen der Öffnung hierzulande. Wenn hier nämlich die Läden wieder aufmachen, führt dies direkt zu der Zunahme von Infektionen im globalen Süden, weil die Menschen in die gleichen Ausbeutungsbetriebe zurückkehren wie vor der Pandemie und dabei nicht ausreichend geschützt werden. Unsere Normalität hierzulande ist also nicht nur krank, sie ist auch tödlich. Deshalb muss es globale Antworten auf eine globale Pandemie geben. Alles andere macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und genau das haben die Aktivistinnen und Gesundheitsexpertinnen aus dem globalen Süden direkt nach dem Ausbruch von Corona erkannt. Sie haben nämlich die jahrelange Erfahrung bei der Eindämmung von Pandemien und alle ihre Ratschläge, alle ihre Expertise wurde einfach in den Wind geschlagen. Der Vorschlag zum Beispiel, das Wissen des damals noch zu erforschenden Impfstoffs als globale Allmende zu betrachten und allen zur Verfügung zu stellen, kam aus Costa Rica bei der WHO. Die Weltgesundheitsorganisation hat das unterstützt. Kein einziges europäisches Land hat sich diesem wichtigen Vorschlag bis heute angeschlossen. Es ist ein Skandal.
Bewegungen, in denen sich Community Health und Care Worker mit Gewerkschaften, mit vielen politischen Initiativen zusammengeschlossen haben, weil sie nämlich verstanden haben, dass es hier um alles geht und nicht nur um Gesundheit, entstanden im globalen Süden und könnten für uns hier auch Vorbild sein. Der Vorschlag, für den wir heute auch auf die Straße gehen, die Patente aufzuheben, kam aus Indien und Südafrika. Aber die reichen Länder haben beschlossen, ihr Recht auf Profit gegen die Menschenrechte in Stellung zu bringen. Dieses System verteidigen sie bis zur letzten Impfdosis und daran ändern auch die lächerlichen 1 Million Impfdosen, die jetzt die G7 zur Verfügung stellen, überhaupt nichts. Mit einem Mix aus Rechtlosigkeit und Abhängigkeit von der Gnade der G7 überwinden wir diese Krankenverhältnisse nicht. Es ist zu wenig, es geht zu langsam, die Länder des globalen Südens bleiben in Abhängigkeit. Und um das zu legitimieren, behaupten Politikerinnen und die Pharmaunternehmen, es gäbe im globalen Süden keine geeigneten Produktionsstätten. Das ist nicht nur falsch, das ist auch rassistisch. Wir wenden uns heute gegen die Weltverachtung dieser Politik, die von Solidarität spricht und dabei den Tod von unzähligen Billigen in Kauf nehmen. Hätte die Welt auf die Stimmen des globalen Südens gehört, dann könnte der Impfstoff heute schon an so vielen Ländern der Welt produziert werden. Dann würden die Vorschläge für soziale Grundsicherung transnational gedacht und umgesetzt. Dann könnten es sich auch die arm gehaltenen Länder leisten, ihre Wirtschaftsproduktion runterzufahren, ohne damit sofort den Staatsbankrott zu zitieren. "We can't feel you", sagte Mark Haywood aus Südafrika zu mir, einer der bedeutendsten Gesundheitsaktivisten der letzten Jahrzehnte, als er mit mir über die fehlende internationale Solidarität in der Welt gesprochen hat. Und genau deswegen bin ich so glücklich darüber, dass wir heute hier auf die Straße gehen. Dieser Moment nämlich, an dem wir jetzt stehen, wo hier die Zahlen runtergehen, ist wie geschaffen für eine breite globale Bewegung und das Recht auf den bestmöglichen Zugang zu Gesundheit, allumfassend, universell und jenseits von Pandemien zu erstreiten. Vielen Dank.